So, damit hallo und herzlich willkommen zu den Post-Paddock-Interviews zur IndyCar Series hier im Project Cars 2. Ja, sie ist vorbei, sie ist vor allem zweistellig am Ende zu Ende gegangen. Das ist sehr toll und ein toller Erfolg natürlich auch für das gesamte Project Cars 2-Team hier bei uns. Ja, euch werden, wenn wir ganz kurz gucken, ja, acht Leute Rede und Antwort stehen, ne, zu diesem Rennen, ne. Ja, von dem Daytona-Rennen zu dieser Saison, das wollte ich sagen. Verschiedene Fragen wird es geben, nicht immer dieselben, das hat man sich auch gewünscht. Und mal gucken, wie die einzelnen Piloten denn eigentlich so ihre Leistungen, ne, bewerten, die sie am Ende haben. Fahrerwerte und Teamwerte oder auch generell irgendwelche Ergebnisse. Wir sind bei Nick Balzer, schönen guten Tag. Moin, moin. Ja, moin, gehen zurück am Platz 6. Du bist punktgleich mit Gravascher Schäumer, aber natürlich, ne, hast du da ja, ein bisschen was mehr als er positionstechnisch. Platz 6 mit dem DNF, mit der Nicht-Teilnahme, ja, ist das zufriedenstellend? Ja, an sich ja, von den Platzierungen, wo ich mitfahren konnte und auch nicht irgendwelche Probleme hatte, war es ja einmal Platz 1 und Platz 2. Das ist auf jeden Fall zufriedenstellend, aber wäre halt mehr drin gewesen ohne den Ausfall in Long Beach und Watkins Glen. Das Standbild wäre definitiv mehr drin gewesen, aber ist okay, so wie es ist. Okay. Ja, an sich, welches Rennen war in deinen Augen das Beste? Gut, Texas halt der Sieg, aber an sich am besten, auch wenn es nur Platz 2 war, Daytona, weil das einfach ein ultra geiler Fight war. Alles klar. Gut, ja, die Zukunft. Le Mans Serie 16 steht vor uns. Du bist im Audi eingetragen. Was ist dein Ziel? Ja, mal schauen, ne, wer alles noch mitfährt und wie die Leute sich in den Autos verhalten. Aber wird bestimmt Spaß machen und dann wird sich, denke ich, im Laufe der drei Rennen zeigen, ob da was geht oder nicht. Alles klar. Sonst so etwas? Eigentlich nicht. Danke. Marvin von Fuhn, Bronze geht an dich. Schönen guten Tag. Moin, moin. Ja, wie schon gesagt, Bronze geht an dich. Ja, was kannst du zu deiner ersten und vielleicht auch letzten Project Cars 2 Meisterschaft so sagen? Ja, war ein Auf und Ab, kann man glaube ich sagen. Erste Saisonrennen war sehr gut. Long Beach ist ja einer meiner Lieblings, ja, kann man sagen, Stadtstrecken. War auch mein erstes Stadtstreckenrennen mit einem Indycar. Ja, war aber zum Auftakt direkt ein spannendes Rennen. Also guten Fight mit Cebula gehabt. Am Ende noch dicht an Fabian rangekommen. Vielleicht ein, zwei Runden mehr hätte ich es vielleicht sogar gewinnen können. Erstes Ovalrennen, ja, war schnell vorbei. War ein bisschen unglücklich. Drittes Rennen, ja, blöder eigener dummer Fahrfehler tatsächlich. Beim ersten Oval konnte ich nicht viel dazu, aber beim zweiten war das einfach nur ein Fahrfehler meinerseits. Ja, Watkins Glen gefiel mir dann wieder besser, war halt kein Oval. Hat fahrisch eigentlich Spaß gemacht. Ja, gut, im Endeffekt ein Doppelsieg. Der schmeckt natürlich auch und ja, das letzte Rennen immerhin mal ein Oval noch überlebt zum Schluss, sag ich mal. Okay. Ja, an sich, hast du das davor erwartet, so in etwa von der Fahrphysik bzw. vom generellen Rennen, oder hast du dir da was völlig anderes gedacht? Erwartet habe ich es schon so, ja. Kennt das Spiel ja. Ich habe ja schon ein paar Mal überlegt, ob ich eventuell hier mal in der Kass-Liga mitfahre. Aber immer wenn ich die Autos dann angetestet habe, ja, war die Motivation dann doch weg. Ich und das Spiel passen nicht so perfekt zusammen, sag ich mal. Haben ein bisschen Probleme mit der Physik und dem Force Feedback. Aber IndyCar war dann doch zu ja, interessant, sag ich mal, für mich. Als IndyCar-Fan hat man ja nicht so viele Möglichkeiten, meine IndyCar-Liga mitzufahren. Ja, das stimmt, ja. Da kam das hier denn recht gelegen. Okay. Ja, an sich, gut, Teamwertung habt ihr gewonnen. War das auch eines der Ziele? Ja, klar, also haben direkt gesehen, dass eventuell, wenn wir gute Ergebnisse einfahren, Teamwertung drin sein könnte und jo, hat ja geklappt am Ende. Alles klar. Ja, Zukunft, LMP1 oder GTE, interessiert dich sowas oder eher nicht? Ja, an sich die Fahrzeuge schon. Bin sie aber im Project Cars noch nicht gefahren. Ja, weiß nicht, wie gesagt.
Ich und das Spiel passt nicht so perfekt zusammen, aber ich werde die Fahrzeuge mal antesten. Ja, vielleicht. Ganz großes vielleicht. Setze ich erstmal dahinter. Fahre ich denn mit? Aber ja, da Tobi dann wahrscheinlich leider auch nicht mehr mitfährt, ist das auch ein bisschen doof. Das ist wohl wahr, alles klar. Sonst noch etwas deinerseits zur Saison? Nö, also hat trotzdem generell Spaß gemacht, sag ich mal. War eine gute Saison. Alles klar, vielen Dank. Genau. Ja, was kann man zur Saison sagen? Nicht viel. Ich finde es ein bisschen schade, wie gesagt, dass es am Ende so ausgegangen ist. Wobei aber auch die letzten drei Rennen eher gesagt nicht gut waren, beziehungsweise eigentlich alles nach dem ersten Rennen nicht so ganz gut war. Beziehungsweise, naja, Watkins Glen war schon gut, eher die Ovale waren nicht so gut, vor allem im letzten Rennen, aber da lag es eher am Setup, nicht an mir, beziehungsweise am Auto. Platz 2, auch wenn es knapp ist, ja, ist okay, mein Gott, nehme ich mit. Tobias hat es auch irgendwo verdient, ist keiner, der sich da irgendwie mega drüber freut und da denkt, es ist das Allergeilste, deswegen ist das in Ordnung. Und ich hoffe irgendwie, dass ich noch den siebten Erfolg hole. Weil ja auch siebene Zahl ist, die mir auch was bedeutet. Ne? Deswegen, das wäre schon noch toll, aber es ist eigentlich auch gut zu wissen, dass man im Project Cars 2 nicht mehr eingeholt werden kann. Das ist auch gut und toll. Mal sehen, wie es wird. Ne? Mit dem Audi und generell, ja, Watkins Glen, wie gesagt, das hat halt nicht sein müssen, aber gut, ne? Man weiß nicht, ob man in der Situation genauso oder anders gehandelt hätte. Deswegen möchte ich das jetzt nicht zu stark auf den Prüfstand stellen. Und ja, mal sehen, wie es wird. Ich freue mich drauf. Mal sehen, was rauskommt. Lukas Henke, auch einen guten Tag an dich. Abend. Ja, Platz 11 am Ende. Der letzte, der Punkte hat mit 35. Das ist auch sehr selten, dass ne, der letzte Punktekraft, ne, zweistellig bzw. über 30 Punkte hat. Platz 11 trotz dessen. Ne, du hast ein paar Leute hinter dir gelassen, trotzdem. Was sagst du zur Saison? Ja, lief ziemlich bescheiden die Saison. Ziemlich viel Müll gehabt. Halt vier Ausfälle, drei Ausfälle bei den. Ja, drei oder vier Ausfälle gehabt und nur einmal ins Ziel gekommen, so richtig. Und da war ich dann Dritter in Indy. Das war schön, aber sonst ziemlich viel Pech gehabt bei den anderen vier Rennen. Immer durch dumme eigene Fehler oder so ausgefallen. Okay. An sich, gut, das eine Podest natürlich dann trotz dessen. Hast du damit gerechnet? Nö. Ich war ja eigentlich immer direkt hinter dem heutigen Sieger Dominik. Und ich hatte halt nur Glück, dass er beim Boxenstopp die Reifen gewechselt hat, das hat mich halt vorbeigebracht, weil ich halt durchgefahren bin. Den Reifen. Okay. Ja, ansonsten, LMS 16 steht vor uns, du bist angemeldet im Audi, was kannst du dazu sagen? Ja, weiß ich noch nicht. Lass mich überraschen, was da gehen wird und was nicht. Ja, wird witzig werden. Kann nur Alles schief, klar. kann nicht schlechter werden als letzte Saison. Alles klar, vielen Dank. Daniel Müller, schönen guten Tag an dich. Guten Tag. Ja, die Ja, die Saison Saison ist ist wieder wieder vorbei. vorbei. Na, Ja, an an sich am sich am Ende Ende Platz Platz 10. 10. Was Ja. kannst du dazu sagen? Ja, ich hatte sehr viel Pech gehabt am Anfang der Saison. Viele Male ist mir jemand hinten reingefahren oder in die Seite reingefahren und dann hatte ich halt keine Chance mehr gehabt, da noch irgendwie eine gute Platzierung zu machen. Ja, und dann war es auch so gewesen, dass mir eigentlich diese Rennklasse auch nicht so viel Spaß gemacht hat, weil einfach nur so geradeaus mal fahren und das ganze Zeit mit bei Vollgas ist es nicht so mein Fall. Also ich mag lieber richtige Strecken, wo man auch mal bremsen muss und mal Gas geben muss und lenken muss. Das mag ich eigentlich lieber. Also mein Rennen so war es jetzt nicht gewesen. Also mag ich jetzt eigentlich nicht so das. Okay. Ja, an sich von den Rennen, welches war da so das Beste in deinen Augen? Da würde ich jetzt sagen, dass das Vorletzte, also das was ich jetzt als Letzter Okay, gefahren also in den bin, Nebulas, okay, ja. ja, das was ich jetzt als Letzte gefahren bin, da würde ich mal sagen, das ist jetzt mein Bestes, da sage ich mal. Okay. Die Zukunft steht nach wie vor immer vor uns. Das ist logisch, wenn man in der Gegenwart lebt. Le Mans Serie 16, LMP1 und GTE steht vor uns. Was kannst du denn dazu sagen? Ja, GTE bin ich schon gefahren, würde mir sehr viel Spaß machen. Das würde ich normal fahren. Ja, also da werde ich mich auf jeden Fall anmelden, wenn es das gibt. Also fahre ich gerne, kein Problem. Alles klar. Sonst etwas deinerseits?
Ja, also, was ich noch sagen wollte, zu Project Cars 3, da wollte ich gerne noch sagen, also wenn es das wirklich so ist, wie du es gesagt hast, dann denke ich mal, dass ich mit Project Cars 3 dann nicht mehr weitermachen werde, dass ich dann zu einem anderen Spiel wechseln werde. Was das für eins sein wird, bin ich mir jetzt noch nicht sicher, aber ich denke mal, dass es Project Cars 3 dann auf keinen Fall mehr sein wird. Alles klar. Gut, vielen Dank. Bitte, ciao. Dominik Riese, grüß dich, gut. Ja, grüezi, wow. Platz 4 ist am Ende der Fahrerwertung, 112 Punkte, 10 Punkte hinter Marvin van Foon. Ja, hast du denn damit vor der Saison gerechnet, beziehungsweise hast du irgendwelche Ziele erreicht? Ja, ich habe das große Ziel erreicht, einen Sieg zu holen. Das ist schon mal sehr gut und auch ein Podium halt mit diesem Sieg geholt. Aber dennoch bin ich nicht so zufrieden mit der Meisterschaft. Da ist natürlich erstmal den zweiten Platz oder auch möglichen Sieg, den ich in Texas weggeschossen habe. Und mit diesen Punkten wäre ich jetzt auch in den Top 3 in der Gesamtwertung. Und dann noch in Indianapolis, wo ich einen zu langen Boxenstopp hatte, weil ich auch die Reifen gewechselt habe und somit Platz 3 verloren habe im Rennen und ein Podest weggeschmissen habe. Okay, Teamwert um Platz 2, ja, zufriedenstellend, ja, nein. Ja, ist ganz schön. Normalerweise bin ich ja in der Teamwertung nie so weit vorne, genauso wie in der Fahrerwertung. Also, das kann man sicher mal mitnehmen. Alles klar, Le Mans Serie, richte vor, du fährst GTE. Warum, beziehungsweise auf was freust du dich? Ich fahre GTE halt schon beim 12-Stunden-Rennen bin ich GTE gefahren und ich mag halt die GTE-Autos lieber, weil sie ein bisschen langsamer sind und ich damit besser klarkomme. Ja, aber ich freue mich, auch wenn ich leider mein Lieblingsrennen nicht mitfahren kann, freue mich dennoch auf Fuji und Silverstone. Sind auch zwei ganz schöne Strecken. Und hoffe, dass man da gut kämpfen kann und dass ich nicht alleine fahren werde. Alles klar. Gut, dann danke ich dir. DHL hat als Sponsor gehabt, Gabriel Scheffler, schönen guten Tag. Guten Tag. Ja, Platz 9 am Ende, punktgleich mit Daniel, du hast einen vierten Platz mehr, deswegen bist du vor ihm. Ja, Platz 9 von 15, was sagst du zum Ergebnis? Interessant, aber aufgrund von Komplikationen und vielen Crashes leider nur ein Finish und der Rest war halt immer DNF. Naja, hätte besser laufen können. Aber sonst Okay. immer in von der Geschwindigkeit her in Podiumsreichweite. Okay. Ja, denkst du, es wäre drin gewesen? Ja, und heute auch in Daytona wäre auch ein Sieg wahrscheinlich möglich gewesen, aber aufgrund des mehrfachen Überschlags war es das halt dann. Okay. Ja, ansonsten, gut. Teamwertung Platz 5, das ist glaube ich jetzt nicht ganz relevant, wobei gut, ne? 4 Punkte weniger, dann wäre Platz 7. Was reden wir über die Zukunft? Le Mans Serie 16, was kannst du dazu sagen? Bin auf jeden Fall dabei und der Audi A18 wird gefahren. Das hört sich gut an, vielen Dank. Kein Problem. Tobias Arendt, der neue bzw. erste IndyCar-Meister hier bei uns. Schönen guten Tag und herzlichen Glückwunsch zum Gesamterfolg. Ja, hast du das vor der Saison gedacht? Ja, danke erstmal und guten Tag. Nein, habe ich nicht gedacht. Warfeld war doch schon ein bisschen stärker. Auch gerade auch mit meinem Teamkollegen, der halt auch in den Ovalrennen deutlich mehr Pech hatte als der Rest des Feldes. Und sonst wäre er auf jeden Fall mit da vorne. Auf jeden Fall. Also ich hab mich auf jeden Fall nicht als schnellsten Fahrer gesehen. Habe ja auch kein Rennen gewonnen gehabt. Da gab es das Schnellere. Unter anderem Balzer oder auch Fabregas, die waren natürlich nochmal eine dicke Hausnummer. Aber hat Spaß gemacht, ich nehme das. Ich habe die Rennen überstanden, habe mich da rausgehalten und das am Ende, ja, führt zu meist mehreren Punkten. Aber ob das am Ende auch zum Titel gereicht hat, natürlich noch besser. Okay. Ja, an sich das Auto, ich meine, ich habe gehört, du hast es einmal und dann quasi kein anderes Mal mehr, ne? Dieses Gaming gezockt, was sagst du? Ja, auf jeden Fall bin ich auch ein sehr, sehr großer Indycar-Fan und ja, freut mich auch, dass halt auch in Spielen diese Serie, diese Autos repräsentiert werden.
Zwar sind diese Autos jetzt schon ein bisschen älter von 2016, aber das Spiel ist demnach ja auch, ich glaube, es kam 2017 kam es raus. Richtig. Und im neuen Project Cars 3 Teil sollen ja auch wieder IndyCars drin sein, aber wie es dann fährt, und muss man ja auch sehen. Ja, haben auf jeden Fall Bock gemacht. Die Road-Autos auf jeden Fall mehr als die Oval-Autos. Die Oval-Autos fand ich ein bisschen zu schwammig teilweise. Aber bei manchen Strecken gemerkt, das ist einfach. War mir so ein bisschen am Driften und hat sich nicht ganz wohl gefühlt, das Road-Course-Auto. Gerade in Long Beach hat richtig Bock gemacht zu fahren. Denke, auch noch mehr Road-Course-Strecken hätten dann auch ein bisschen mehr Spaß gemacht, meiner Meinung nach. Aber an sich, ja, wäre soweit zufrieden mit dem Indica. Okay. Ja, Zukunft, zuerst beim Project Cars oder generell, kannst du dazu irgendwas sagen? Nee, erstmal noch nicht. Ich denke mal, auch wenn ich auch in anderen Bereichen viel zu tun habe, reicht das erstmal von meiner Seite aus. Ich hätte ja auch so ein Project Cast 2, auch da vorne in den Saisons, sag ich mal, oder in den Meisterschaften bin ich da auch nicht mitgefahren und IndyCar dann so ein bisschen meine Aufmerksamkeit erregt. Und ich denke mal, das war's doch erstmal denn. Alles klar. Gut. Sonst was deinerseits zur Saison oder war das alles? Das war alles soweit. Alles klar, vielen Dank. So, dann schauen wir nochmal auf die Official Results, wenn wir präsentiert unsererseits hier zur IndyCar Series. In Project Cars 2 Tobias Auren gewinnt, die eben hat kein Sieg geholt. Also zweiter Mann, der hier nochmal eine Wertung gewinnt, der keinen Sieg holt. Zellbola wird Vizemeister, noch knapp von Marvin van Thun auf der 4. Daytona Rennsieger Dominik Rieser vor Christoph Fabigan. Dahinter dann Nick Balzer, punktgleich mit Michael Schäumi, allerdings hat Balzer einen Sieg mehr. 6 und 7. Dann auf der 8 Johannes Gebhardt, starke Saison von ihm trotzdem. Auf der 9 dann Gabriel Scheffler, das punktgleich mit Daniel, hat aber auch eine bessere Platzierung. Auf der 11. Position Lukas Henke, hat nur in Indianapolis gepunktet. Und ohne Punkte haben wir diesmal sogar 4 Leute, nämlich einmal Christoph Helbin, Kartowitsch, Bartosch, Papp bzw. Wellpott, ne? Hier alle mit 0 Punkten. So einfach sieht es dann leider auch aus. Ne? Leider. Ne? Aber gut, ne? Soll uns nicht weiter interessieren. Die Teamwertung sieht dann nämlich wie folgt aus. MRL gewinnt diese vor VSR Racing. Der rasende Stier auf der 3. Starke Saison vom Team auch, ja. ART auf der 4. Noch vor dem 2. VSR Racing Team auf der 6. Und die Hoonigans, Team Hoonigan auf der 7 NGTV Racing und ohne Punkte natürlich dann auch hier logischerweise Robert Kubica Fanclub übrigens, ne, Racing noch vor Schwarzwald, wenn die beiden ja auch teilgenommen haben tatsächlich. Ja, so sieht es aus, ne. Die Le Mans Serie 16 steht vor uns, ne, nächste Woche geht's direkt weiter, 3 Läufe sind es gerade mal, also werden wir werden dann noch schon 2 Wochen wissen, wie es mit der nächsten Project Cars Summer total aussieht, ne? Aber gut, ne? Vielen Dank fürs dabei sein diese Saison. Gerne auch wieder vorbeigucken, anmelden und mitfahren bei der wahrscheinlich sogar vorletzten Meisterschaft, die jetzt noch kommen wird. Bis dahin, bleibt gesund, auf Wiedersehen und tschüss.